Donnerstag und somit der Blick auf die Auslandsmärkte. Morgen ist es soweit, der vielleicht größte IPO des Jahres steht ins Haus. Wir sprechen natürlich über Uber, aber auch ein klein wenig über Lyft und Disney. Das Ganze tun wir wie immer mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Roland, bevor wir gleich über morgen sprechen, über den bevorstehenden IPO von Uber, müssen wir zuerst über den Konkurrenten, darf man ihn glaube ich durchaus nennen, Lyft sprechen. Man ist in diesen Tagen zurück unter den Ausgabepreis gefallen, man hat Zahlen vorgelegt und das alles in allem sieht nicht wirklich gut aus und somit auch die Frage, ist das vielleicht ein schlechtes Omen für morgen? Auf jeden Fall, es ist ein schlechtes Omen für morgen, das kann man durchaus sagen. Die Anleger, die Banken letztendlich, die Konsortialbanken, sie schauen etwas genauer auf dieses Zahlenwerk und was man letztendlich an Ausgabepreis und an Bewertung dann für das Unternehmen Uber tatsächlich erzielen kann. Und wenn wir uns erinnern, es ist einige Monate her, da sprachen wir von Bewertungen von bis zu 120 Milliarden. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass der Ausgabepreis in einer Range zwischen 45 und 50 US-Dollar liegen könnte, dann sprechen wir von einer Bewertung zwischen 85 und 90 Milliarden. Das ist schon deutlich weniger als das, was man sich einmal vorgestellt hatte. Und das Ganze hängt natürlich damit zusammen, Lyft hat das IPO ziemlich schnell durchgezogen, kam somit Uber zuvor. Und hier sind die Anleger, wie du schon gesagt hast, doch deutlich entzaubert worden. Man ist hier sozusagen wirklich deutlich im Minus. 72 als IPO-Preis, dann ein schneller Sprung Richtung 88 US-Dollar. Inzwischen finden wir uns in der Gegend von 50 US-Dollar. Das bedeutet natürlich schon herbe Verluste. Und man muss es ganz klar sagen, die Zahlen, die jetzt Lyft zum ersten Mal vorgelegt hat, seit das Unternehmen an der Börse ist, die Umsätze. Sie waren klar besser als erwartet, aber man muss sagen, diese Umsätze sind natürlich scheinbar auch deutlich erkauft worden, denn man macht bereinigt um Sondereffekte bei 770 Millionen Umsatz einen Verlust von über 300 Millionen US-Dollar. Und da ist natürlich schon ganz eine Menge. So kann ich natürlich meine Umsätze antreiben, wenn ich bereit bin, für jeden Dollar, den ich einnehme, 30, 40 Cent zuzulegen, das ist kein Businessmodell. Wo liegen denn aus deiner Sicht aktuell die entscheidenden Probleme für Uber oder auch Lyft? Man muss sagen, es ist zum einen das Geld, das man ausgibt für Werbung schlichtweg, das man letztendlich bezahlen muss. Die Kundschaft von Uber und auch von Lyft, sie wird natürlich auch immer anspruchsvoller, weil der Wettbewerb zwischen diesen beiden Unternehmen, er ist wirklich, man kann es nicht anders sagen, beinhart. Und beide Unternehmen sagen ja auch, das Geschäftsmodell, das sie jetzt haben, es ist noch nicht ertragreich, das muss die Zukunft bringen. Es steht sogar im Geschäftsbericht, wir wissen nicht, ob wir jemals letztendlich in unserem Business an sich, in dem Geschäft mit Autovermietungen tatsächlich Geld verdienen werden. Das weiß man nicht. Auf der anderen Seite die Fahrer, die man ja dazu braucht, ganz, ganz klar, sie streiken am Börsengangtag, also morgen, so wird gestreikt. Also auch die Fahrer sind nicht ganz zufrieden, wie sie behandelt werden. Sie wollen letztendlich mehr von diesen Einnahmen haben. Und der Schlüssel in diesem gesamten Businessmodell erscheint tatsächlich darin zu liegen, Zauberwort, autonomes Fahren. Schauen wir noch auf einen Überflieger der vergangenen Monate, kann man ihn, glaube ich, durchaus bezeichnen. Disney hat ebenfalls Zahlen vorgelegt und das kann sich wirklich sehen lassen. Das kann sich wirklich sehen lassen. Man muss ja sagen, Disney, es ist so eine Story fast aus 1001 Nacht. Die Company scheint sich etwas neu zu erfinden und wenn man sich die Performance seiner Disney anschaut, seit man angekündigt hat, ins Streaming-Geschäft einzusteigen, in direkte Konkurrenz zu Netflix zu gehen, da hat der Kurs eine Performance hingelegt von immerhin 15% innerhalb kürzester Zeit und das war einen so alten Dow Jones Wert, möchte ich sagen, seinen altehrwürdigen Dow Jones Wert. Sie haben momentan eine perfekte Mischung zwischen ihren Filmstudios, zwischen den Sendern, zwischen den Themenparks, die man hat. Sie haben einige Blockbuster letztendlich momentan, die in den Kinos laufen. Und ganz, ganz klar, die große Hoffnung ist, wie viele Kunden kann man im Streaming-Bereich gewinnen? Wie sehr kann man Netflix wehtun? Und ich glaube, da ist natürlich Disney mit ihrer riesen Videothek und der riesen Bibliothek, die sie hier haben, ist da schon ein ganz, ganz ernstzunehmender Gegenspieler. Man darf eins nicht vergessen, die Taschen bei Disney sind natürlich ordentlich gefüllt. Der Cashflow, er stimmt aus den anderen Bereichen. Und insofern muss man ganz klar sagen, Netflix ist nicht mehr der uneingeschränkte Platzhirsch. Abschließend natürlich wie immer noch der Blick auf den Gesamtmarkt. Die Frage an dich, wie schätzt denn du aktuell die Situation ein? Wir hatten gestern den Fall, es lief eigentlich halbwegs ordentlich bis eben kurz vor Handelsschluss. Die Kurse deutlich nachgeben. Allgemein spricht man ganz gerne vom Smart Money, dass er hinten raus gerne aktiv ist. Das Smart Money nimmt offensichtlich bereits Reis aus. Das Smart Money nimmt etwas Geld sozusagen vom Tisch. Das ist nicht verwunderlich bei der Performance, die wir gesehen haben seit Beginn dieses Jahres. Ganz klar, wir hatten eine fantastische Performance. Viele haben auch den Einstieg verpasst, sind auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Und man muss sagen, was einfach jetzt überrascht hat, war vom Wochenende der Tweet wieder von Donald Trump, der hier die Handelsgespräche mit China eindeutig torpediert hat. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Er hat eine Deadline gesetzt zur Erhöhung der Zölle. Das macht den Markt natürlich ultra nervös. Und eine solche Gelegenheit
ist dann natürlich immer das Thema, nehme ich jetzt wirklich Geld aus dem Markt hinaus, wenn ich tatsächlich vorne liege? Und was die Stimmung der Anleger angeht, wir haben das in Umfragen gesehen, seit Beginn dieses Jahres ist der Aktienanteil in den Portfolios bei institutionellen Anlegern ganz klar gestiegen. Das heißt, es sind ein paar Leute mehr im Markt, eindeutig. Aber wie gesagt, die Börse, sie liebt keine Unsicherheiten. Man weiß nicht, wie das am Wochenende ausgeht. Wir sehen es am FIX, der deutlich nach oben angestiegen ist. Also wir kommen in etwas unruhigeres Fahrwasser. Und was man auch immer liest und was natürlich vollkommen richtig ist, wir kommen jetzt in diese Börsenphase, wir hatten darüber gesprochen, Mai bis Oktober, die performancetechnisch eh etwas schwierig ist. Und zumindest die ersten Tage scheinen das ganz genau zu bestätigen. Dann schauen wir mal, was die nächsten Tage noch bringen werden. Das war auch heute der Blick auf die Auslandsmärkte, natürlich wieder mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Dir wieder vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr schön.